Und damit Servus und herzlich willkommen zurück zu Zwei Mann, ein Safe Game, Gothic 2 Classic mit dem guten Jules Entertainment und mir. Ja, schau mal in Seekops Truhe. Das machen wir. Oh, ich habe vergessen, den Timer zu stellen. Aber ich sehe es da unten, ja. Schau mal in Seekops Truhe. Moment, jetzt muss ich mich erstmal vor den ganzen Viechern da wegbewegen. Weil ich glaube, die haben die Pferde schon aufgenommen. Ja, der eine Lurker kommt hinterher. Wird er uns erreichen? Wahrscheinlich ist bei Seekop das ganze Zeug drinnen, so die ganzen Teleporter. Schön, dass du uns wieder 5 Minuten Laufweg da eingebrockt hast. Ach nee. So, Seekop. Habe ich noch alle Dinger da? Was ist das? Das Auge Inus matt ohne Glanz. Aber das Herz eines Eisdrachens. Ich wusste es, dass es der Drache, der letzte Drache war, der Eisdrache. Ja, die Drachenjagd scheint zu Ende zu sein. Wir haben das Auge Innos. Quest noch offen, die Suchenden. Karas soll helfen. Könnte man mal hingucken. Ja, es geht jetzt wohl darum, die letzten. Mensch, hätte das schon wieder so laut. Das hat er wirklich nicht verdient. Die letzten Vorbereitungen zu treffen. Für die Hallen von Edorath. Also, dieser Run scheint sich langsam dem Ende zu neigen. Muss auch ehrlich gestehen, stimmt mich ein kleines bisschen melancholisch, weil trotz der ganzen Gemeinheiten, die wir da so hatten, muss ich sagen, hat mir das extrem viel Spaß gemacht mit dem guten Jules. Ich fand es auch wirklich cool, wie kreativ er immer teilweise war. Und ja, eigentlich habe ich gedacht, dass der komplette Spiel dominieren wird, aber ich fand es gut, dass wir dann wenigstens mit dem Auge Inus ihn ein bisschen ans Bein pinkeln konnten. Beziehungsweise mit der Truhenversteckerei. Ja, deswegen bin ich ein kleines bisschen traurig, dass sich das langsam so dem Ende neigt. Aber gut, wenn etwas endet, fängt etwas neu an. Und ja, okay, Seekop, das ist der richtige Bauer, weil ich verwechsel die immer ganz gern. Ich bin gespannt. Hey! Der wird doch nicht uns eine Robe gelassen haben. Das ist aber nett. Jetzt muss ich bloß überlegen, wo wir unsere Sachen geparkt haben. Ich glaube, ich war hinten beim Holzfällerlager. Weil da haben wir ja auch noch ein paar Besitztümer. Ich glaube, es war da hinten. Stimmt, weil die letzte Folge hört ja mit einem Bingo-Spiel auf. So. Okay. Dann schauen wir da hinten noch. Ja, und dann würde ich sagen, auf zum Kloster und gucken, ob wir da noch, was wir da noch machen können. Ich glaube, es geht dann auch an mit Crew zusammenstellen. Ich weiß nicht. Schauen wir mal in den Questlog rein. Meister der Drachen. Xardas. Brief oder. Ja, nächster Halt ist das Kloster. Ich glaube, er hat unsere Truhe gefunden. Wenn wir es da überhaupt versteckt haben. Ich weiß es gar nicht mehr sicher. Ich weiß es echt nicht mehr sicher. Da haben wir Bingo gespielt. Hab ich das da vergraben? Ja, ich glaube schon, weil ich noch gesagt habe, das ist mir jetzt dann scheißegal. Oh ja, aber. Ja. Sogar die kleine Feuersturm. Er wird wahrscheinlich den großen haben. Naja, gut, teleportieren wir uns mal zum Kloster und schauen mal, was wir da machen können. Aber wir bräuchten vielleicht mal, da unten wimmelt es dann voll Skelette. Wir bräuchten irgendwie Heilzauber oder so. Ich glaube, ich schlafe mal und schaue, was ich dann anstellen kann. Vielleicht kann ich einen Gorax umhauen und den da irgendwas klauen. Jetzt schlafen wir erstmal. Ich habe mir auch eine kleine Gemeinheit überlegt für einen Schulz nochmal zum Abschluss. Auch wenn wir jetzt endlich mal mit der Robe spielen dürfen, das erste Mal. Ich dachte, wir finden es irgendwann. So. 7. Wo ist Gorax? Wo ist Gorax? Da kommt Gorax. In der Zeit reden wir mal mit dem Oberbabo Pyroka. Bis der Gorax seine Stellung eingenommen hat. Lehre mich den letzten. Noch ist es nicht an der Zeit dafür.
Wenn du ein Stück weiter auf dem Weg gegangen bist, den Innos dir zeigt, dann werde ich dich unterweisen. Mhm. Also wir sind in Kapitel 5, ja. Was sind diese Hallen von Irdorath? Der östliche Beschwörungstempel des Gottes Belia. Es sind ihrer Zahl 4 im Lande Myrtana. Doch dieser ist der wohl furchteinflößendste Tempel von ihnen. Vor etwa 40 Jahren zerstörte man den nördlichen und westlichen Tempel dieser abscheulichen Gottheit. Die tapferen Ritter dieser Zeit hatten alles eingesetzt, um diese mächtigen Bauwerke dem Erdboden gleichzumachen. Die schwarzen Horden des Feindes hatten damals der Überzahl und dem Heldenmut der Ritter und Paladine nichts entgegenzusetzen. Es wäre ein leichtes gewesen, die beiden anderen Tempel auch zu zerstören, um das Land endgültig von dem Übel zu befreien. Doch sie waren nach dem Fall des zweiten Tempels einfach verschwunden. Verschwunden? Ein ganzer Tempel? Ach komm. Spotte nicht. Die Situation ist ernst. Wenn die Hallen von Irdorath tatsächlich wieder an Macht gewonnen haben, wird es schwierig, den Feind zu besiegen. Dazu müsstest du ihn erst einmal finden. Und ich denke, das wird deine nächste und schwierigste Aufgabe sein. Wir werden sehen. Das verloren geglaubte Buch von Xardas, wo ist es? Ich hatte mir schon gedacht, dass du danach fragen würdest. Aber ich fürchte, damit wirst du nichts anfangen können. Es ist magisch versiegelt worden. Ich habe es in unsere unteren Gewölbe gebracht. Und selbst wir haben bisher vergeblich versucht, es zu öffnen. Dieser verdammte Xardas hat sich da einen derben Scherz erlaubt. Kann ich das Buch sehen? Von mir aus? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du da Erfolg hast, wo die größten Meister unseres Klosters gescheitert sind. Aber versuch es ruhig. Talamon wird dich nicht aufhalten. Der Xardas erinnert mich an Jules. Bösen Scherz getrieben. Oh Mann. So, okay, wir speichern. Nicht wundern, dass wieder neue Speicherstände dazugekommen sind. Ich habe schon wieder Gothic 2 angefangen. Ich habe einen Paladin-Run beendet und habe direkt Bock auf eine neue Runde gehabt. Und zwar spiele ich jetzt mal als Magier. Das habe ich noch nie komplett gemacht und ich möchte das jetzt mal so machen, wie es vorgesehen ist. Na, warte du, Nicker. So, mein Freund, schau mal, was du da einstecken hast. Ach komm! Ja, das laden wir neu, das können wir so nicht lassen. Wenn ich dann doch nochmal irgendwie... Eieiei, also es, glaube ich, könnte jetzt dann ein bisschen, wie will ich sagen, ein bisschen... Oh, wir können uns einen Golem beschwören. Ein bisschen länger dauern als gedacht, weil ich muss jetzt da runter. Und ich weiß, dass da unten sehr viele Skelette sein werden. Schauen wir mal, wie viel wir davon killen können. Und dann muss ich wahrscheinlich wieder zurücklaufen und mich schlafen legen. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock, die Truhe zu suchen. Ich will jetzt endlich weitermachen. So. So, Talamon. Es ist dir nicht gestattet, weiterzugehen. Kehr um! Pyrokar sagt, dass ich das Buch von Xardas untersuchen darf. So, sagt er das. In Ordnung, du darfst eintreten. Das Buch, das du suchst, liegt dort drüben auf dem Alchemietisch. Eieiei. Einmal mit Profis arbeiten. So, schauen wir mal, ob wir da noch was bekommen. Erfahrungspunkte oder irgendwas lernen. Weil ich bild mir ein, irgendwas... Irgendeinen Boni bekommt man da. Da haben wir schon mal das Buch. Können wir auch gleich mal lesen. Xarak Bendardo. Ah, das Buch öffnet sich. Es ist ein Brief und ein Schlüssel in dem Buch versteckt. Genau, das ist ja dieses eine Rätsel da. Müssen wir da die Lampe ziehen? Hoppala. Hai schmeißen die im Late Game mit den Erfahrungspunkten rum. Das ist ja der Wahnsinn. Ich glaube, da hinten ist noch ein Trank für uns. Oder war das innen drinnen? Irgendwo ist ein Trank für uns. So. Naja, probieren wir mal, wie viel wir schaffen. Ja! Das könnte dir so passen. So, räumen wir mal auf da hinten. Aber
wir könnten mit den zwei Händlern dann handeln. Nichts da holen. Ist nichts zu holen. Du magst es schon da unten. Wird sich das jemals ändern? Ah, es ist eine blöde Rennerei, ne? Aber vielleicht können wir mit dem anderen Kabuda reden, dass der... Hey, du! Kannst du mir einen Trank brauen? Zweifelst du an meinen Fähigkeiten? Gut. Nicht so schnell, du müsstest mir natürlich die Zutaten liefern und eine kleine Aufwandsentschädigung sowie das Material bezahlen. Wie viel verlangst du? Für das Brauen selbst bekomme ich 10 Goldstücke. Mhm. Aber wir brauchen auch noch die Zutaten, wenn ich das richtig verstanden habe. Ah, Jules, hast uns wenigstens die Mana drin gelassen. Heidi Witzka. Also nochmal schlafen legen. Vielleicht können wir beim Gorax schon mal einen Mana-Trank rausleiern mit den zwei Zweihändern. Ich glaube es zwar fast nicht, aber... Ah, oh, jetzt ist der wieder... Du lässt das auch gut gehen, hä? Warte mal. Ich brauche... Jesus, na. Pff. Kannst du knicken? Das kannst du sowas von knicken. Nur wenigstens einen. Der verkauft Drachenwurzel, ist der denn noch ganz Dudu? Hm. Naja, gut, besser wie nix. Beschwören wir unseren Golem und hoffen, dass der da unten so gut wie möglich aufräumt. Und dann renne ich durch. Erfahrungspunkte, glaube ich, brauchen wir auch nicht mehr. Ja, wohl 25. Da geht schon noch was, ne? Da geht schon noch was. Auge Indus brauche ich jetzt auch noch nicht aufladen, weil ich keine Flasche habe und ohne dieses Fläschchen. Und dieses Fläschchen kaufe ich mir nicht. Weil bestimmt Jules genug im Gepäck hat. Ja, ja. Oh, 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 oh. Chill mal, Bro. Hast du es erledigt? Sehr schön. Da ist nichts zu plündern. Dann kommen wir mit Süßer. Sag bloß, du kommst jetzt da nicht runter. Komm, komm, komm. Da muss ich ja hier nochmal einen beschwören. Ja! Haben wir jetzt ein Fight of Titanics oder was? Ist das krass. Ja, haut euch die Köpfe. Ich speichere mal lieber, ne? Dass wir das Ganze nochmal machen müssen. Alter, Kampf der Giganten oder was? Wenn ich Zeit hätte, würde ich da jetzt ja noch zuschauen, ne? Fuck. So funktioniert das nicht. Und die scheiß Skelette sind auch nicht gerade anfällig. Ich könnte jetzt mal eine Taktik probieren. Ich renne jetzt nochmal durch. Mal schauen, ob wir da irgendwie wegen weit kommen. Wow, 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 wow.
Glück gehabt. Nicht bloß ein bisschen, sondern extremes Glück gehabt. Und wir müssen auch wieder zurück, ne? Ich glaube, da ist ein Dämon. Kann das sein? Da hast du dich versteckt. Hm, da hast du dich also versteckt. Verdammt weit weg. Hm. Ich werde ein Schiff brauchen, um dahin zu kommen. Gut. Dann. Ist da halt irgendwie noch diese eine Beschwörungsformel oder kriegt man die bloß als Paladin da, wenn man. Ja, aber wir können uns auch keinen Runenstein leisten. Das wäre eine Idee fürs nächste Mal. Okay, wir gehen zurück zum Kloster. Erstmal speichern. Und mal eine Runde schlafen mal mit. Hey, ich habe gehört, du warst ziemlich lange im Keller des Klosters. Was hast du herausgefunden? Ich weiß jetzt, wo sich der Feind versteckt hält. Es ist eine kleine Insel, nicht weit von hier. Das ist unsere große Chance. Wir müssen sofort aufbrechen und das Böse endgültig vernichten. Hast du schon mit Diego darüber gesprochen? Ich denke, er wird dich begleiten wollen. Was ist mit Gorn? Rede mal mit ihm. Ich habe gehört, dass er wieder aus dem Minental zurückgekehrt ist. Und vergiss Lester nicht. Wenn du ihn nicht aus seinem Tal herausholst, wird er dann noch vergammeln. Meine Rolle dabei kenne ich auch schon. Ich kann dein Mana steigern und im Runenbau behilflich sein, wenn wir gegen den Feind antreten. Wann geht's los? Wir kommen an Bord. Wir treffen uns am besten am Hafen. Warte dort auf mich. Gut. Wenn du soweit bist, werde ich dort sein. Ich habe alle Drachen getötet. Ehrlich? Das ist ja mehr als ein Hoffnungsschimmer am Horizont. Jetzt müssen wir dem Bösen nur noch den Kopf abschlagen. Wenn du das geschafft hast, dann werden wir den Krieg gewinnen. Ich? Natürlich du. Wer denn sonst? Wir sollten bald aufbrechen. Ansonsten könnte es zu spät sein. Willkommen an Bord. Genau. Naja, jetzt ist eigentlich auch bloß noch die Crew zusammentrommeln. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Genau. Und es wird jetzt dann meine Aufgabe sein, jetzt noch in diesem Part ein bisschen da die Crew auszuwählen. Da habe ich mir schon ein paar Gedanken gemacht, wen wir da mitnehmen könnten. Auf jeden Fall werde ich nicht Jorgen oder Jürgen oder wie der auch immer heißt, mitnehmen, sondern ich habe an jemand anders gedacht. Nämlich Torloff. Ich habe das Buch von Xardas öffnen können. Was? Wie hast du das geschafft? Ich bin daran schier verzweifelt. Ich hatte Glück, schätze ich. Erzähl keinen Unsinn. Glück, wenn nicht mal ich es schaffe, das Buch zu öffnen und dann jemand wie du daherkommt. Darüber werde ich eingehend nachdenken. Trotz allem, da du offensichtlich der Einzige warst, der das Buch zu öffnen vermochte, dann sei dir gewährt, das Buch zu halten. Zumindest so lange, bis wir diese Krise überstanden haben. Die Prophezeiung erwähnt die heilige Aura Innos. Die Aura Innos ist ein Amulett, welches nur den größten Magiern eines Zeitalters vorbestimmt ist. Was ist das für ein Amulett? Man sagt, dass es von Innos selbst geschmiedet wurde und den Menschen als Geschenk gemacht wurde. Es schützt den Träger vor jeglicher Art von Schaden. Kann ich es haben? Was? Was willst du damit? Gegen den Drachen antreten. Ja, natürlich. Ich werde dir das Amulett geben, aber gehe sorgsam damit um. Ja, ja. Ich möchte es nicht später bei einem Händler zurückkaufen müssen. Nutze es gut. Und möge Innos alle Zeit über dich wachen. Das hoffe ich auch, hey. So. Gar nicht gewusst, dass es da sowas gibt. Also, die unglaubliche Aura. Wow!
bin begeistert. Oh, die Tränen Innos. Boah, das speichere ich jetzt mal, weil ich glaube, als Magier können wir die sogar trinken. Hahaha. Und ich kann rennen. Schade, dass ich mich jetzt teleportieren muss, ne? So, nein, Kohle wollen wir leider schaffen. So, wir gehen jetzt zum Großbauern. Denn da werden wir eine Quest jetzt annehmen. Und zwar, ne, nehmen wir den als Captain. Was willst du von mir? Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Das wundert mich nicht. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glaubt. Du bist Seemann? Hast du das auch endlich geschnallt? Ja, verdammt nochmal, ich bin Seemann. Warum fragst du? Ich könnte deine Fähigkeiten gebrauchen. Ich muss zu einer Insel. Zu einer Insel? Da kannst du eh nichts. Du hast doch nicht mal ein Schiff, geschweige denn eine Mannschaft, um es zu führen. Das will doch keiner. Nee, mein Junge. Wenn du meine Dienste als Kapitän und Stärkelehrer in Anspruch nehmen willst, dann musst du mir erst mal beweisen, dass du weißt, wovon du da redest. Außerdem habe ich gerade ganz andere Sorgen. Die Paladine ziehen nicht wie erwartet aus der Stadt ab. Es müsste schon etwas Gravierendes passieren, dass sie veranlasst, das Feld zu räumen. Geh in die Burg im Minental. Klau der Torwache den Schlüssel für das Haupttor und öffne es. Den Rest werden die Orks besorgen. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Und genau das werden wir tun. Ich wundere mich über gar nichts. Ich muss zu einer Insel. Ich könnte einen Schmied gebrauchen. Und da hast du an mich gedacht? Ja. Was sagst du? Dann wärst du auf jeden Fall weg von hier. Besser als Onashof. Junge, selbst die Hölle kann nicht so schlimm sein. Ich bin dabei. Sei mein Schmied. Wir sehen uns am Hafen. Alles klar, bis nachher. Sehr schön, dann haben wir auch schon das zweite Mitglied in unserer Crew. Hier findet man nochmal zwei. Und zwar werden wir jetzt mal den guten Lee fragen. Der hat sowieso eine... Gut, dass du kommst. Ich habe gehört, du hättest hier was gestohlen. Oh, so was Bro. Kannst du hier nicht bringen. Ona besteht in solchen Fällen darauf, dass ich die Täter zur Rechenschaft ziehe. Ja, der ist ja auch ein Zipfelklatscher. Du zahlst. Wie viel? Das überspringe ich jetzt. Ich habe nicht genug Gold. Dann sieh zu, dass du dir es so. Aber denk bloß nicht. Bist du Nein, ich habe nicht genug Gold. Dann aber. Ah, oh, Mann, hey. Ich könnte dich und deine Axt gebrauchen. Na, das wundert mich nicht. Was kann ich für dich tun? Würdest du mit mir zu einer Insel segeln und dem Feind in den Arsch treten? Klar. Sofort. Sag mir nur, was ich tun muss. Komm zu mir an Bord. Warte am Hafen auf mich. Ein Schiff? Ha. Eins muss man dir lassen. Mit dir wird es nie langweilig. Komm schnell nach. So, wir haben ja eh noch ein bisschen Zeit. Oder noch viel Zeit. Jetzt gehen wir mal in die Hafenstadt, rekrutieren Lares. Hey, du. Du schon wieder? Willst du dich nochmal mit mir anlegen oder was? Ist das wirklich wahr? Hast du Lust, diese Insel zu verlassen? Nichts lieber als das. Was hast du vor? Ich habe herausgefunden, wo der Anführer der Drachen sich aufhält. Er ist auf einer Insel, nicht weit von hier. Ich habe vor, ihm endgültig den Garaus zu machen. Klingt nach einem Heidenspaß. Wenn du mich brauchen kannst, bin ich dabei. Brauchst du auf deiner Reise noch einen Lehrer für Geschicklichkeit oder Kampf mit der Einhandwaffe? Das wundert mich nicht. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Wir treffen uns alle am Schiff. Ein Mann der Taten. So hab ich's gern. Wir sehen uns. Wir sehen uns. So. Er hat auf die falschen Leute gehört. Ich möchte noch jemanden mitnehmen. Onkel Mario. Ich hab gehört, du suchst Leute für dein Schiff. Und? Ich bin dabei. Gute Leute kann ich immer brauchen. Alles klar. Wir sehen uns dann am Schiff. Wenn einer Mario heißt, dann kann er nur vertrauenswürdig sein. So. Hier oben möchte ich noch jemanden. Warum liegst denn du immer noch da? Das gibt's ja nicht. So. Dann nehmen wir noch einen mit. Und zwar den guten Diego. Mal wieder speichern, ne? Will das Ganze nochmal machen müssen. Sag mal, ich drück fein nicht die Sprintmod, ne, so nebenbei.
nicht. Ich werde Korinnes verlassen. Kluge Entscheidung. Ich wünschte, ich könnte mit. Die Stadt hat sich zu sehr verändert. Die Zeit des schnellen Goldes ist vorbei. Ich könnte dich im Bogenschießen, Schlösser knacken und Geschicklichkeit unterrichten. Außerdem kannst du sicher einen guten Dieb gebrauchen. Aber sicher. Komm doch mit. Wir werden uns am Hafen versammeln. Ah, du hast recht. Korinnes ist ein Loch. Ich werde mit dir gehen. Warte einen Augenblick. Ich bin sofort fertig. An der Stelle ein Witz. Laufen zwei Prostituierte durch Mainz, sagt die eine, Mainz ist schon ein Drecksloch, ne? Sagt die andere, ja, Mainz auch. Jawohl, suit up. So, ich bin bereit. Wir sehen uns am Schiff. Der läuft immer als hätte er dicke Eier, ne? So, yo, ey, ich bin der Babbo, ey. Wow. Okay, dann... Machen wir jetzt das, was ich vorhabe, oder machen wir das nicht? Doch, das machen wir jetzt gleich. Und zwar, ich glaube, ich werde jetzt hier unten mal einen Golem loslassen. Xardas nehmen wir auch mal zur Sicherheit mit. Vorher mache ich allerdings noch einen Speicher. Ach, was denn? Lassen wir hier los. Ja? Jetzt lassen wir erstmal Diego noch ein bisschen weg. Die Probleme habe ich kommen sehen. Das habe ich noch gar nicht. Jawohl, die Paladine, die werden wir wahrscheinlich gleich niedermachen. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Da vorne ist ein Suchender. Na, den knallen wir gleich ab. Aufhören! Sofort! Jetzt bist du mein Kanonenfutter. Du bist. Lass dir das eine Lehre sein. Du bist ein Drecksack, Alter. Nee, und du durchsuchst ihm das sicherlich nicht. Super Mana-Trank. Meine Herren. Statt dass sie den mal festnehmen, dann ist ja nicht so, dass die ja die ganze Zeit auf den drauf gucken, ne? Nö. So, Diego ist weg. Zeit. Nein, hör auf mit dieser Magie-Scheiße. Natürlich. So, lehnt euch zurück. Ich hoffe, ihr habt Popcorn dabei. Ein Mistvieh weniger. Wow, ich glaube, wir können den Dünnschiss-Bonus abholen. Eins. Ich wundere mich über gar nichts mehr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das hat er wirklich nicht verdient. Ey, wo ist mein Stärkepunkt oder geht's denn erst bei 20? Von selbst ist er nicht darauf gekommen. Toll, einen hat er umgelegt. Naja gut, das sind auch die Paladine. Das machen wir alles noch mal im Hafen. Das ist eine schlimme Sache. Mhm, das Sprinten hat auch aufgehört. Wie schaut es denn eigentlich bei Meldor aus? Ist der alte Zipfelglatscher da? Ach, der Meldor. Lemar. So. Ich glaube, hier gibt es noch ein bisschen was zu tun für dich. Geben. Ist das jetzt dein Ernst? Wärst du vom Bar... Das ist ja echt arm, hey. Sehr schön. Ja, die Golems räumen auf. Nichts zu holen. Nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen. So, was geht da hinten ab? Oh nein! Wen hast denn du im Visier? Au, Fellern! Der hämmert nimmer. Wo ist Kurzschwert? Hey, Fellan, ich möchte dich ausrauben. Kalt ist es denn, weil der Topf im Weg ist? Naja, auch gut. Ich glaube, da bin ich noch nie durchgelaufen. So. Gut, ich denke, wir haben ein bisschen Kapital. Ne? Das heißt, zurück zum Großbauern.
Und zwar mache ich da jetzt auch noch was, weil ich den guten Ona so gern mag, bringe ich ihm einen Steingeschenk mit, wenn ihr versteht, was ich meine. Bist du gekommen, um... Ja, natürlich. Ich will die... Gut. So. Hast du eine Ahnung, wie ich an das Schiff der Paladine komme? Meinst du, dann wäre ich noch hier? Das Ding ist besser bewacht als früher die Erztransporte des alten Lagers. Es muss doch eine Möglichkeit geben, auf das Schiff zu kommen. Klar, draufkommen ist einfach. Aber das ist doch nicht alles. Um das Schiff zu lenken, brauchst du einen Kapitän, eine Mannschaft und so weiter. Da hängt ein riesiger Rattenschwanz dran. Ich will aber dich bei der Mannschaft dabei haben. Was würdest du auf mein Schiff kommen? Genau. Würdest du mit aufs Schiff kommen? Machst du Witze? Natürlich wäre ich dabei. Ich habe auf dem Festland noch ein paar alte Rechnungen zu begleichen. Außerdem könnte ich dich im Kampf mit der Ein- und der Zweihandwaffe unterweisen. Ich könnte also von großem Nutzen für dich sein. Na freilich. Dann pack deine Sachen. Was denn? Jetzt sofort? Ja. Ich habe vor, hier zu verschwinden. Und wenn du mitkommen willst, komm zum Hafen. Wir treffen uns am Schiff. Ich habe schon so lange auf diesen Moment gewartet. Ich werde dort sein. Sehr schön. Jetzt schlafen wir nochmal, um unsere Mana aufzufüllen, weil... Ich glaube, wenn ich jetzt den Golem loslasse, dass der Lieder... Naja, wohl, der Golem hatte schon Schwierigkeiten mit den Bauern da unten, was ich echt nicht verstehe. So, Nummer 6. Jetzt halt investiere ich meine 10 Erfahrungspunkte noch mal in Mana. Ich glaube, es ist immer cool, wenn wir da was haben. Schön, dass wir in der Folge auch noch einen Levelaufstieg geschafft haben. Ja, und dann haben wir eigentlich unsere Crew soweit schon fertig durch, ne? Also ich brauche jetzt noch Lester und Torloff. Ich weiß, wo die Hallen von Edora zu finden sind. Der Tempel befindet sich auf einer Insel. Ich habe eine Seekarte gefunden, die mir den Weg zeigt. Das ist großartig. Dann wirst du ein Schiff und eine Crew brauchen, um dem Feind die Stirn zu bieten. Aber bedenke, dass du dafür gut gerüstet sein musst, wenn der Sieg über den Meister von Irdorath gelingen soll. Wo kann ich eine Crew finden? Deine Mannschaft sollte aus Männern deines Vertrauens bestehen. Rede mit deinen Freunden und beachte dabei, dass sie dir von Nutzen sind, wenn du auf der Insel bist. Du wirst auch einen Magier brauchen. Nur leider kann ich hier im Kloster keinen Mann entbehren. Du wirst einen Magier fragen müssen, der seinen Dienst nicht hier im Kloster verrichtet. Weißt du was, ne? Das ist das... Oder kann man den Kreis lernen? Moment. Lehre mich den letzten Kreis der Magie. Yes, Baby! Viel Zeit ist vergangen, seit du den Bund mit dem Feuer eingegangen bist. Viel ist geschehen. Und wir finden keine Ruhe. Du bist der erwählte Innos. Und als solcher wirst du alle Kraft brauchen, um deine Kämpfe zu bestehen. Ich weihe dich nun, Erwählter. Du trittst in den 6. Kreis. Mögest du das Licht bringen und die Dunkelheit vertreiben. Die Zauberformel des letzten Kreises kannst du nun von mir lernen, wenn du es wünschst. Ach, eine Sache noch. Es hat einige Zeit gedauert, bis ich dich wiedererkannt habe. Du hast von mir den Brief bekommen, als wir dich damals in die Barriere geworfen haben. Ja, damit hast du mir das Gefasel des Richters erspart. Und du bist der erwählte Innos. Empfange nun meinen Segen, Erwählter. Innos, das Licht der Sonne und das Feuer der Welt, segne diesen Mann, deinen erwählten Diener. Schenke ihm Mut, Kraft und Weisheit, dem Weg zu folgen, den du ihm bestimmt hast. Aber sicher... Unterweise mich. Das kann man Monster schrumpfen. Oh, das wird gut. Feuerregen. Haben wir noch Lernpunkte? Ich glaube nicht, der Kreis hat Schale gebraucht, oder? Ne, wir haben noch welche. Dann lernen wir... Unterweise mich. Feuerregen. Und Monster schrumpfen hoffe ich, dass der Jules da noch lernt, weil... Ach scheiße, ich brauche mal wieder Runenstein und alles... Ich glaube, das werde ich mit ihm mal offscreen klären, weil, wie gesagt, ich glaube jetzt mal, nächste Folge wird er noch seine Vorbereitungen treffen. Und ich glaube nicht, dass er das fertig macht. Also ich denke, wir werden hier nochmal eine Folge mindestens aufnehmen. So, Lester.
Ich habe herausgefunden, wo sich der Feind versteckt. Frag mich nicht wieso, aber ich spüre, dass ich dich begleiten sollte. Wie meinst du das? Ich kann es nicht erklären, aber ich weiß, dass ich die Antworten nur erfahre, wenn ich dich begleite. Dann komm mit und hol dir deine Antworten. Wir treffen uns am Hafen. Wenn ich soweit bin, werde ich dorthin kommen. Beeil dich, unsere Zeit ist knapp. Aber Sichi. So, jetzt brauchen wir eigentlich bloß noch Torloff, ne? Jetzt haben wir alle in der Crew. Ja, normalerweise mache ich immer diesen Jorgen-Weg, aber da brauchst du auch wieder Geld, um ihn zu befreien. Was haben wir an Quests noch offen? Ohne Mannschaft keine Reise. Wer ist mein Kapitän? Genau, ich brauche ein Schiff und die Suchenden. Die Suchenden? Also, keine Ahnung, die soll er machen. Da gibt es ja eine Karte dazu. Ich gras derzeit alle ab. Haben wir noch... Gehen wir jetzt schon ins Minental? Habe ich noch irgendwas zu tun hier? Wollte ich noch irgendwas machen? Ach ja, ich setze jetzt trotzdem den Ona noch einen Golem rein. Jetzt bist der Lieb bestimmt weg. Weil verdient hat das die Sau. Und wenn wir das gemacht haben, dann gehen wir langsam ins Minental. Da habe ich noch eine kleine Sauerei vor. Ich denke auch mal fast, dass ich die Folge nicht ganz eine Stunde ausreize. Weil ich... Wüsste jetzt nicht, was ich sonst noch machen soll. Und die Torloff Rekrutierquest. So. Etzala. Erstmal speichern nochmal. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ja, der Ona ist unbesiegbar, ist ja logisch. Aber wenigstens bist du beschäftigt, du Arsch. Und dich konnte ich auch schon immer gut leiden, du darfst... Oh, scheiße. Na gut, hast du mal Glück gehabt. Dann ab ins Minental. Ja, aber mit euch spiele ich jetzt auch nicht mehr. Jo, ihr werdet gleich sehen, was ich für eine Sauerei habe. Also ich denke mal so, wahrscheinlich wird so die Folge bis zu dreiviertel Stunde dauern, weil den Kapitän zu rekrutieren ist jetzt halt im Verbund mit meiner Gemeinheit. Und da ich den Jules da abstellen möchte. Und zwar glaube ich, oder ich hätte eine Idee, Ah, vielleicht kommen wir doch noch auf eine Stunde. Ich habe noch eine Idee, was wir machen könnten. Sehen wir aber mal den Weg, weil der ist schneller. Oh fuck, ich habe jetzt kein Mana mehr. Jetzt muss ich in die Burg laufen. Hey. Oder habe ich noch irgendwas, was Mana steigert? Lebensenergie, Boros. Ja, vielleicht reicht noch den Rest Mana, um in die Burg zu kommen. Ich hoffe, dass das jetzt alles so am Schnürchen klappt, wie ich mir das jetzt vorstelle. Und vor allem, es kommt jetzt wahrscheinlich dann eine Filmsequenz. Und ich hoffe, dass ich mit dem richtigen Programm aufnehme, weil ich weiß, also ich nehme das gerade alles mit OBS auf. Ich habe es auch mal mit Shadowplay probiert, das glaube ich, was der Jules nimmt. Und bei einem konnte ich die Videosequenz nicht abspielen. Und ich hoffe, dass wir die jetzt dann genießen können. So, aber jetzt erstmal zur Burg. Jeha! Wir könnten eigentlich doch auch nochmal schnell handeln, dass wir noch ein paar... Tränke haben. Die liegen halt immer noch da, ne? Ich habe so einiges gehört. Ich beschwöre jetzt auch keinen Golem mehr, weil ihr werdet gleich sehen. Viele, glaube ich, werden sich jetzt eh schon denken, was ich vorhab. Hey. Zeig mir deine Ware. So, alles, was ich jetzt nicht brauche, verkaufe ich. Die Äpfel esse ich dann noch. Das kann ich nicht gebrauchen, das verkaufen wir. Den brauchen wir auch nicht mehr. Das lassen wir mal. Den brauchen wir nicht mehr. Verstaubtes Buch.
Lass mal, das braucht man immer, 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 das. Das sind bestimmt 25 Münzen drin, das machen wir auf. Dann essen wir noch schnell den Apfel, vielleicht kriegen wir noch einen Stärkepunkt. Ich finde es ja krass, du kannst den Geldbeutel für 8 Ding verkaufen, aber wenn es sehr aufmerksam sind, 25, wer macht denn so einen Scheiß? Hey, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Verstaubtes Buch, das habe ich auch nicht gelesen, aber das ist mir jetzt auch herzlich wurscht. Das kosten darf 40. Schauen wir mal, wie viel wir dafür kriegen. Jo. Dann legen wir uns jetzt nochmal schlafen. Obwohl eigentlich, nö, wir brauchen ja keinen Mana. Das ist eine schlimme Sache. Das hat er doch vorher gewusst. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Und zwar habe ich jetzt vor... Ah, nee, stopp. Ich muss noch mal ganz kurz unterbrechen. Obwohl, wir könnten schon mal checken, welche Truhe da ohne Schlüssel ist. Dafür brauche ich den Schlüssel. Ich glaube, in Gommes Zimmer können wir die Truhe einfach öffnen. Vom Schlösserknacken. Heidi Witzka. Ich habe eine andere Idee. Ich habe eine andere Idee. Da oben ist ja der Garund. Da unten. Da platzieren wir dann die Feuermagierrobe. Und jetzt machen wir mal den gleichen Scheiß, was Schulz mit uns gemacht hat. Wir lassen jetzt alle paar Meter einen Gegenstand fallen. Lass uns erstmal abwarten, was daraus wird. Ist doch wahr. Ihr werdet gleich verstehen, warum ich das lustig finde. Das Auge Innos werfe ich jetzt mal nicht ab, weil es ist mir zu heikel. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ganz deiner Meinung. Werfen wir das auch ab? Nee, das brauchen wir. Das lasse ich jetzt mal lieber. Aber ich lege das Amulett. Das lasse ich im Inventar. Nee, ich lasse es nochmal an. Und zwar nehme ich mich jetzt diesen netten Herrn an. Vorher nochmal speichern. Den Speicherstand nenne ich jetzt mal schon mal vorher. Ich hoffe, man schreibt. Sprech doch mal mit Garund. Und ich hoffe, das klappt jetzt alles, wie ich es mir vorstelle. Ach, fuck you, ich habe ja keinen Mana mehr. Aber ich habe einen Mana-Trank. Chill, chill, chill. So, jetzt können wir eine schöne Sequenz sehen. Ach, herrlich. Und jetzt lege ich aber... Ah, jetzt haben wir wieder ein paar Gegenstände. Jetzt können wir unsere Spur weiterlegen. Warum hört er nicht keinen auf mich? Ich hatte das nicht. Das habe ich noch gar nicht. So. Keine Ahnung. Ich hoffe, das klappt alles. Aber warum nicht, ne? Bei ihm hat es auch schon mal geklappt. Ach Gott, ist das geil? Ist das geil? So, das Gold haben wir noch. So, dann mal hier den Zweihänder hinlegen. Da legen wir den Degen hin. Da legen wir das hin. Da legen wir das hin. Mit dem bewaffnen wir uns. Wir wollen ja, das lassen wir mal so. Schlüssel zum
wir noch mal irgendwas hinlegen. Den Apfel essen wir. Dann legen wir da noch mal das Gold hin. Dann legen wir hier den Schlüssel zur Haupttorwache. Und ich glaube, das sind dann genug. Obwohl, da oben ist er ja nicht mehr. Ach nee, wir machen das anders da. So. Jetzt beten, dass diese Sequenz zu sehen ist. Wenn nicht, dann tut es mir an dieser Stelle leid. Nein, er zeichnet es nicht auf. Na, ah, es tut mir so leid. Ah, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Und ja. So, eine Viertelstunde vorzeitig. Ich hoffe, da kommt er wieder durch. Wenn nicht, muss er mit Teleportern arbeiten. Aber das Inventar liegt da. Ich hoffe, das war nochmal so ein richtig schöner Troll am Schluss. Wir können noch ein bisschen zuschauen. Aber ich denke, die Paladine machen das mit den heiligen Pfeile. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass wir uns nächste Folge nochmal hier sehen werden. Wenn nicht, es war mir eine große Freude. Und ja, schaut beim Jules vorbei. Wir sehen uns. Macht's gut.